Moin moin meine Lieben, es gibt wieder neue Modelle, diesmal für die Tau und für die Orks und ja, ich würde sagen, wir gehen das Ganze nochmal durch. Auch wenn ich mich frage, warum sie die Orks nicht bei dem Ork-Kodex, wo ich ja schon ein Video drüber gemacht habe, angekündigt haben, aber naja, da steckt man nicht so drin. Auf jeden Fall in der Sunday Preview von gestern wird jetzt hier der neue Tau-Kodex vorgestellt und hier muss ich sagen, ich habe ja bei den Custodes das Design sehr kritisiert, hier finde ich beide Versionen einfach nur schön. Den normalen Kodex hier auf der rechten Seite, sehr schöne Zeichnung, schönes Design, passt farblich auch sehr gut. Und auch die Collector's Edition mit einem eher älteren Artwork sieht aber wirklich, wirklich schön aus. Also hier haben sie wirklich eine 9 von 10 Arbeit abgeliefert. Wo das übrigens auch passiert, ist gerade auf meiner Homepage. Kleiner Spoiler am Rande hier. Ja, ich arbeite hier aktuell an Listen auf Deutsch. Und ein bisschen was dazu geschrieben, ne? Also das Design, es ändert sich. Ihr könnt jetzt hier Armee-Leitfaden, Xenos, Orks zum Beispiel. Und dann habt ihr hier schon mal ein paar Ork-Listen, die auch auf Turnieren gespielt werden und so weiter und so fort. Und könnt euch daran ein bisschen orientieren. Feedback ist da natürlich wie immer sehr, sehr gerne gesehen. Ja, ich muss aber sagen, das neue Design der Homepage gefällt mir persönlich sehr gut. Da habe ich mich gestern mal hingesetzt und da ein bisschen was gemacht. Und ja, die restlichen Sachen hier, die füllen sich jetzt auch mit Inhalt. Link ist in der Beschreibung. So, aber weiter im Text. Wie gesagt, den Kodex super, super schön. Und die Tau kriegen ja einen Haufen neuer Code-Einheiten. Und da haben sie schon nach und nach Sachen vorgestellt. Fand ich turbo geil, die neuen Modelle davon richtig schön. Dario, mein Kollege, mit dem ich Warhammer spiele, der freut sich da auch sehr drauf. Der hat noch die alten Modelle, die sind ja nicht so schön. Aber das hier, guckt euch an, wie schön detailliert diese Figuren sind, was man damit machen kann. Es ist einfach nur ein absoluter Traum. Auch, dass eben gerade diese Fraktion des Tau Empires endlich mal ein bisschen mehr Relevanz bekommt. So, du hast jetzt so viele verschiedene Code-Einheiten, dass du dir eine 1000-Punkte-Liste nur mit den Dingern hier füllen kannst. Und das ist dann so ein ganz anderer Playstyle als mit den Kampfanzügen zum Beispiel. Und das finde ich persönlich sehr cool. Auch hier dieses Design auf dieser Echse, sage ich mal. Ich habe da jetzt schon vor Augen, wie die ganzen Painter und so da, von euch da draußen, die hier richtig geile Farbverläufe auch vielleicht mal mit Blau und so machen werden. Ich bin da turbo gespannt auf die ganzen Modelle, die man dann halt auf Social Media sich angucken kann. Hier auch nochmal Variationen mit so einem Speer mit einer Rakete vorne drauf oder hier halt mit dem, ja, mit diesem Fernglas-Ding, diesem Rohr. Kuckrohr. Ich weiß gar nicht genau, wie das Ding heißt. Ja, super schön. Die neuen Krotox Rider. Die habe ich schon mal vorgestellt, auch hier mit der Gatlin. Es ist einfach nur ein Traum. Die Designs, es ist einfach nur wunderschön. Das sieht so aus, wenn man jetzt hier so scrollt und sich die Modelle anguckt. Auch hier die Posen davon. Alle sehr cool. Wenn man sich das anguckt, das könnte ein komplett neues Volk sein, was halt einfach playable ist. Und vielleicht machen sie es ja auch noch. Ich meine, es kam jetzt auch ein neuer kostenloser Index oder kommt für die Emperor's Children bei den Chaos Space Marines. Warum dann nicht auch, ne, so eine eigene Code-Armee machen? Weil, ja, genug Kram hast du hier. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Helden aussieht. Ob die irgendwie einen bestimmten Held haben, aber ich glaube nicht, aber da will ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Aber selbst hier auch diese einfachen Einheiten, irgendwie hat das was. Also ich mag das. Hier die Hunde, auch sehr cool. Da kenne ich auch noch die alten Modelle, die hat mein Kollege wie gesagt auch und die sehen halt aus wie Arschritze. Die neuen, coole Modelle. Ich glaube Tau eh nicht so beliebt, würde ich jetzt mal sagen. Wird auf jeden Fall viel drüber gememt und damit bringen sie da auf jeden Fall ein bisschen was zurück. Das ist schon cool. So, hier haben wir die neue Combat Patrol. Da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was in der alten drin ist. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt hier so ein Battlesuit, ein Devilfish Transporter. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier ist ein Commander, meine ich. Ja, und dann halt hier Breacher Teams und Pfadfinder. Das sind das hier wahrscheinlich die Breacher und der Rest halt Pfadfinder. Ja. Sieht solide aus, würde ich sagen, ne? So wie man sich eine Combat Patrol halt vorstellt. Man hat irgendwas Transportfahrzeugmäßiges, man hat einen Charakter, hier einen Commander und einen Haufen
normaler Einheiten, so wie es sein soll. Das ist für mich eine Combat Patrol, so wie sie sein soll. Die von den Orks ist jetzt auch ganz cool, aber ja, würde ich sagen, ist cool an die Tau-Spieler. Schreibt mal rein, ob ihr die alte oder die neue besser findet. Ansonsten hier noch so ein paar schön blau-transparente Würfel und Data-Karten. Ja, haben wir halt überall dabei, ne? Aber jetzt mein Ork-Herz. Mein Ork-Herz hat sich gefreut. Wir haben nämlich neue Ork-Modelle. Okay, ich weiß jetzt, warum die Modelle so alt aussehen. Das sind alte Modelle aus den 90ern. Ich habe es im Video erwähnt. Ja. Ich wollte trotzdem meine richtige Reaktion drin lassen. Deswegen schneide ich das hier jetzt nochmal hin. Aber ja, die alten Ork-Modelle sehen halt so aus, weil es alte Modelle sind, die sie jetzt anscheinend nochmal neu gemacht haben. Macht dann halt irgendwo Sinn. Das wird hier dann wahrscheinlich genauso sein bei den Nobs. Ja. Ne? Traveled across time to get stuck. Macht Sinn. Okay, es sind alte Modelle, die sie jetzt aber nochmal neu rausbringen und ja, weiß ich nicht. Schwierig. Und hier einmal ein Ork Dreadnought, wie sie es nennen. Sieht aus wie diese Killer Cans, Killbots, nur halt in groß, aber sieht halt auch nicht aus wie ein Garg-Bot. Deswegen, das ist schon cooles Design, wird hier sehr nahkampfstark mäßig. Es sieht so aus, als ob man hier halt nicht die Variation hat, wie beim Garg-Bot hier auch noch Arme dran zu machen. So, das sieht aus, als ob das hier fest ist, was dem Garg-Bot dann vielleicht ein bisschen mehr Variation gibt. Aber das muss man dann sehen, ich habe in den Codex noch nicht reingeguckt, beziehungsweise mir noch nichts zu den ganzen neuen Sachen angeguckt. Mache ich, wenn wir die nächste Runde spielen. Aber so das Grunddesign, diese Killer-Cans haben schon ein cooles Design und das ist halt einfach ein größer. Why not? So. Und jetzt haben wir hier eine sehr positive Sache und eine sehr negative Sache. Wir fangen mal mit dem Negativen an. Und zwar haben wir hier ein paar, wir nennen sie es selbst, 5 Nobs. Ne? Also neue Nobs. Und ich muss aber sagen, die alten Nobs gefallen mir deutlich, deutlich besser. Ich finde hier irgendwie, sie haben nichts besser gemacht im Vergleich zu den alten Nobs. So, die Modelle der alten Nobs sind richtig gut und da fehlt auch ein Grot. Normalerweise ist da ein Grot dabei. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Set, was da jetzt noch zukommt, weil ja hier auch dieser Banner ist. Da steht sie natürlich nicht, ne? Hier steht nur 5 Nobs und da muss ich halt an das andere Nobs-Set denken. Aber ich weiß nicht warum, irgendwie, die sehen halt auch nur aus wie so ein paar bisschen bessere Boys. Die anderen Nobs, die ich da jetzt habe, die stechen so ein bisschen mehr raus. Keine Ahnung, irgendwie geben die mir jetzt nicht so viel. Und die alten Nobs sehen halt auch gut aus. Also da hätte es auch keinen Grund gegeben, die nochmal neu zu machen, sage ich mal. Aber das finde ich geil. Die Blood Axes. Die Gesichter sehen ein bisschen goofy aus, muss ich sagen. Ne, gerade das hier vorne. Und das hier, das sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, ganz komisch aus. Aber so von den Designs und so, das sieht alles so oldschool aus. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie gibt mir das so ein bisschen Vintage-Ork-Style. Irgendwie gibt mir das so ein bisschen, so als ob das so 80er, 90er Jahre-Stuff ist. So im Vergleich zu den neuen Modellen. Aber ich finde es halt, ich finde die Designs halt geil. Mit diesen kleinen Mützen, mit den untypischen Ork-Äxten, die halt anders aussehen. Mit dem Rot-Blau so, mit diesen Tarnanzügen. Irgendwie ist das geil. Und wenn das so Stealth-Charaktere sind, das fehlt den Orks nämlich, wäre das doppelt geil. Also irgendwie feiere ich das. Und da wird es auch so schöne Bemalung geben. Also da geben sich Leute safe wieder richtig viel Mühe, um ja da richtig cool getarnte Anzüge zu machen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, interessant, interessant. Sticht sehr raus, aber sticht sehr positiv raus, würde ich sagen. Also die werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich werde es dann vielleicht nicht rot machen, vielleicht ein anderer Tarn. Vielleicht sogar so Bundeswehr-Tarn. Das wäre tatsächlich auch ganz cool. Ne, finde ich cool. Hat mich überrascht. Wie gesagt, ne, der Dreadnought ist cool. Die, keine Ahnung, die finde ich unnötig so. Aber die Blood Axes, würde ich sagen, ist sehr, sehr cooles, sehr coole Modelle. Ja, und ansonsten haben wir hier halt noch, ne, diese Hero Series, wo du dieses Pack öffnen kannst und dann ist einer von diesen Helden drin. Sind jetzt hier halt Ultramarines. Ich finde, die hier
Die 4 finde ich so ein bisschen basic. Also die 3 hier auf jeden Fall. Und den hier auch. Der mit der Fist und der Plasmawaffe sieht ganz cool aus in dem Cape. Der die Granate wirft, ist ein sehr cooles Model. Wie sie das hier auch mit dem Rauch gelöst haben, dass das da halt dran ist. Und der Sniper ist auch cool. Aber so ansonsten, ja, gibt mir das jetzt nicht so viel. Ja gut, und hier und dann noch so ein bisschen Horus Heresy Kram. Und ja, naja, was haltet ihr von den neuen Tau-Sachen und hier von den Orks? Schreibt gerne einen Kommentar und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder beim neuen Video. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.